Moin Leute, ich bin's wieder mit einem weiteren Video zu Sons of the Forest. Es gibt spannende neue Infos zum Game, bleibt dafür doch gerne mit einem Like und Abo dabei. Wir sehen uns nach dem Intro. Der englische YouTuber Farket durfte ein zweites Q&A mit Endnight Games führen und dabei wurden ein paar Sachen aufgeklärt. Ich werde wie im letzten Video nicht auf die Fragen und Antworten einzeln eingehen, eher werde ich euch die saftigen Infos zusammenfassen. Dann lasst uns mal anfangen. Viele von euch haben sich ja gefragt, was es mit der Frau im Trailer auf sich hat. Die Frau wird nicht wirklich ausschlaggebend für die Story sein. Eher kann jeder von euch individuell mit ihr interagieren. Ihr könnt versuchen, euch mit ihr anzufreunden, sie zu ignorieren oder zu erschrecken. Dem Spieler ist es selbst überlassen, in welche Beziehung ihr zu ihr steht. Auch wurde uns bestätigt, dass es Elektrizität im Game geben wird. Wie auch schon im Trailer zu sehen war, werden Solarpanel dafür sorgen, dass wir Lampen, Heizkörper und eine batteriebetriebene Kettensäge aufladen können. Finde ich persönlich eine geniale Idee, so müssen wir keine Spritkanister mehr fahren. Gehen. Wie das Ganze dann später mit Stromkabel und so umgesetzt wird und was wir noch so damit bauen können, wurde leider noch nicht gesagt. Für Endnight Games ist die Entwicklung anders als beim Vorgänger viel strukturierter, da man genau wisse, was man vorhabe und wo die Reise hingeht. So wird viel Zeit für künstliche Intelligenz und visuelle Effekte aufgebracht, noch mehr als bei The Forest. Da SOTF einen viel höheren Detailreichtum habe, sprach Endnight Games davon, dass jedes Asset, das in Sons of the Forest auftaucht, überarbeitet und aktualisiert wird. Dazu gehören 3D-Modelle, Soundeffekte und Module, die aus The Forest benutzt werden. Auch plane man, die Gamma-Einstellung für die Fortsetzung zu verbessern. Denn sind wir mal ehrlich, The Forest ist an einigen Stellen einfach viel zu dunkel. Klar, es verstärkt den Horrorfaktor um einiges, aber gerade Let's Player oder Streamer hatten immer das Problem, dass es auf YouTube viel zu dunkel war. Was haltet ihr denn davon, Caves und die Nacht etwas heller zu stellen? Schreibt mir das doch gerne mal in die Kommentare. Des Weiteren sagte der Entwickler, dass das Coronavirus zwar eine Herausforderung für sie darstelle, aber da das Team sehr klein ist, könne man dem Ganzen mit Homeoffice gut entgegenwirken. Auch wurde Endnight Games eine der wohl häufigsten Fragen gestellt. Wird es eine Konsolenversion von Sons of the Forest geben? Und wieder bestätigte der Entwickler nur die PC-Version. Also müssen wir wohl noch etwas warten, bis andere Plattformen angekündigt werden. Im neuesten Trailer wollten die Entwickler uns etwas Neues zeigen und konzentrierten sich auf den Gunfight, da es den in The Forest nicht wirklich gab. Dennoch wird es natürlich auch erheblich verbesserten Nahkampf geben. Der soll mit besserer Kollisionsabfrage, Blut- und Schadenseffekten und intelligenten Gegnern daherkommen. Übrigens könnt ihr die Gitarre aus dem Trailer nicht nur zum Spielen benutzen, sondern auch als Waffe, um euch gegen nervige Kannibalen zu wehren. Wo wir gerade von Gegnern sprechen, die Bewegungen der Kannibalen wurden komplett mit Motion Capture aufgenommen. Im Vergleich zu The Forest, wo alles handanimiert wurde, werden in Sons of the Forest nur die verzerrten Mutanten selbst animiert. Auch kann Endnight Games in der Unity Engine einfach Baumstümpfe und andere Gegenstände einscannen und die dann in die Spielwelt einfügen. Auf die Frage, ob es Raytracing geben wird, sagten die Entwickler, dass sie momentan kein Raytracing verwenden, aber planen damit zu experimentieren. Auch spielt man mit dem Gedanken, einen farbenblinden Modus einzufügen, ähnlich wie bei The Last of Us. Des Weiteren wurde uns etwas über die neue Map verraten. Sie soll 4 bis 5 mal so groß sein wie die aus The Forest. Und wir befinden uns, wie ich es schon vermutet habe, auf der zweiten Seite der Karte aus dem Vorgänger. Da man aber die Karte vor der Entwicklung von Sons of the Forest schon gezeichnet hatte, stimmt die nicht ganz mit der aus dem Game überein. Aber egal, wenn die nur ansatzweise so aussieht wie die aus dem ersten Teil, können wir uns auf eine lange Expedition gefasst machen. Auf diesen Reisen über die Insel können wir dann auch die Schaufel benutzen, die uns, wie der Entwickler bestätigte, für die Bunkerausgrabung benutzt werden kann. Außerdem werden viele Fallen davon profitieren. Es ist möglich, Höhleneingänge freizulegen und eventuell verwesene Körper zu vergraben oder auszugraben. Ich persönlich hoffe immer noch, dass ich in Sons of the Forest einen verdammten Burggraben buddeln kann. Aber genug vom Graben, kommen wir jetzt zu diesem 3D-Drucker im Bunker. Es wird uns möglich sein, zusätzliche Sachen zu drucken, die wir dann zu komplexeren Gegenständen zusammenbauen können. Dazu müssen wir, so wie ich schon in meiner Theorie erwähnt habe, Harz sammeln, das es in verschiedenen Farben gibt. So können wir auch komplett einzigartige Gegenstände fertigen. Ich bin mal gespannt, was wir alles bauen können und ob wir zusätzlich noch Baupläne dafür finden müssen. Auch sprach Endnight Games über ein paar Veränderungen. So wird das Gesundheitssystem oder besser gesagt der Geisteszustand vermutlich nicht mehr im zweiten Teil vorkommen, außer man kann ihn irgendwie gut einbauen, so dass es zum Spiel passt. Des Weiteren wolle man eine Option einbauen, um im Multiplayer Cheaten zu verhindern. Auch wird es wieder Namen für die Mutanten geben. Da hätten wir wie in The Forest den Virginia, dann die neuen Twins und Fingers. Wobei mir Hotdogmann irgendwie besser gefällt. Wo wir gerade bei Namen sind, so waren viele Leute über den Namen des Games verwirrt. Warum nicht einfach
einfach The Forest 2. Doch Endnight Games sagte, dass sie an eine neue Geschichte anknüpfen wollen und Sons of the Forest viel interessanter klingt, als nur eine Zahl dran zu hängen. Zum Schluss sagt Endnight Games, dass es zum Beginn des ersten Trailers einen Hinweis geben würde, den viele verpasst haben, da die Auflösung des IGN-Trailers nur auf 1080p läuft. Allerdings, im 4K-Trailer auf ihrer YouTube-Seite könne man den Hinweis erkennen. Ich zeige euch natürlich den Hinweis und dieser ist auf dem Helikopter links zu sehen. Dort steht Sahara, was bedeuten könnte, dass wir von der Firma aus wieder auf die Insel fliegen, um dort vielleicht Daten oder andere Sachen sicherzustellen. Hier endet das Interview von Farkad. Er hat zwar noch ein paar weitere Fragen gestellt, die habe ich aber ignoriert, weil die nicht direkt über Sons of the Forest handeln. Doch trotzdem haben wir wieder ein paar neue Infos zum Spiel bekommen und ich hoffe, das geht auch so das Rest vom Jahr weiter. Habt ihr Fragen oder Ideen zu Sons of the Forest? Schreibt mir die doch einfach in die Kommentare. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, auch wenn es eine Woche zu spät kommt. Wenn ja, dann lasst mir doch gerne ein Like und ein Abo da. Vergesst auch nicht, die Glocke zu aktivieren, so verpasst ihr keins meiner weiteren Videos. Dann sage ich wie immer, habt einen schönen Tag, eine schöne Woche und vergesst eins nicht. Spielen geht immer.